Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan. Heute geht es um, für alle Schwerlocks, die es bereits gesehen haben, Dosieranlagen und Dünger. Super kontroverse Themen. Also, für alle, die diesen Kanal schon länger verfolgen, die wissen das. Ich bin kein Riesenfan von smarten, automatisierten Anwendungen, weil das einfach immer total tricky ist. Also es ist ja doch irgendwie gar nicht so leicht einzustellen und man beginnt sich auch immer darauf zu verlassen. Und das ist manchmal problematisch bei einer Materie, die sich stetig verändert. Und so ist das ja bei einem Pflanzenaquarium. Aber ich gebe es zu, so eine Dosieranlage ist schon mega praktisch. Vor allem, weil es jetzt die Dosieranlage, oder jetzt, die gibt es schon lange, die Dosieranlage von Chihiros gibt. Und durch die Chihiros Dosieranlage ist diese Sparte von Technik das erste Mal so richtig preiswert. Weil für alle Neulinge, die jetzt frisch im Thema sind, ich weiß, auch diese Anlagen kosten natürlich viel Geld. Aber glaubt es mir, im Vergleich zu dem, was Dosieranlagen früher, ich bin ja auch noch jung, bin überhaupt nicht alt, gekostet haben, ist das mega, mega günstig. Also ich weiß noch, ich habe mir mal von GHL so einen Aquariencomputer gekauft, der übrigens mit Schuld daran ist, dass ich automatisierte Technik so sehr verabscheue für die Aquaristik. Und den habe ich dann um dieses Dosieranlagenelement vergrößert, das war so ein modulares System. Und das hat ein Vermögen gekostet, also es waren so um die 1000 Euro, dass dann dieses komplette Gebilde gekostet hat. Das konnte dann nicht nur die Dosieranlage steuern, sondern auch meine Lampen und Filter und Heizung, aber trotzdem war das sehr viel Geld. Und die, wie heißt denn das Teil eigentlich? Der Chihiros, ja okay, es ist sehr unkreativ, die Chihiros Dosing Pump, die Dosierpumpe von Chihiros, ist da ein echter Lichtblick. Jetzt habe ich hier so ein Set rumstehen, da ist gleich alles drinnen, die Dosieranlage, die Flaschen, die Flaschenhalterungen, die Schläuche mit dem Installationsmaterial und gratis Dünger, mega nice. Das steht jetzt aber nur hier, denn das ist tatsächlich ein Aktionsprodukt. Das heißt, das gibt es nur einen gewissen Zeitraum und danach geht das aus dem Sortiment. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt nicht so sehr damit. Das war nur ein Beispiel, stelle ich mal daher. So. Sondern wir beschäftigen uns mit der ganz normalen Variante. Hier sind die Flaschen drinnen. Ich glaube, Flaschen muss ich euch jetzt nicht so sehr zeigen. Was immer wichtig ist, ihr könnt natürlich auch einfach direkt eine Düngeflasche verwenden. Aber denkt daran, ihr braucht irgendwas. Okay, ich muss es euch doch zeigen. Ihr braucht irgendwas, was den Dünger dazu überredet, von unten abgesaugt zu werden. Das geht mit Schläuchen tatsächlich nicht so gut. In den meisten Flaschen für Dosieranlagen ist dann innen so ein Strohhalm, der das direkt vom Boden oder zumindest sehr nah vom Boden absaugen kann. Das heißt, wenn ihr Dosierflaschen verwenden wollt für eure Dosieranlage, dann müsst ihr da ein bisschen tricksen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das schon macht. Dann teilt das doch bitte mit der Community. Wie machst du das? Was war der beste Weg? Aber ich hätte gesagt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Herzstück, mit der Dosieranlage selbst. Ich finde es ja ganz lustig, ist ein großer Karton. Komm schon. Aber ist tatsächlich gar nicht so viel Inhalt. Das ist mega nice. Eine Bohrschablone für die Montage der Dosierpumpe. Sehr, sehr praktisch. Das ist mal wieder so ein Detail, das gefällt mir sehr gut. Ich hasse das, wenn man dann wieder selber herummessen muss. Da ist so ein Blatt Papier. Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist mega praktisch. Da denkt der Hersteller mit, finde ich immer gut. Dann hier erwarte ich jetzt mal ein Netzteil. Ja. Ein Kabel mit einem Winkelstecker. Auch sehr, sehr nice, dass man hier nicht einfach so ein Kabel dann so russisch rumbiegen muss, sondern am Herzstück, an der Dosieranlage selbst, hat man hinten den Kabeleingang und mit diesem Stufen- oder Um-die-Ecke-Stecker, ihr wisst schon, was ich meine, mit diesem Knie steckt man das dann hier rein und dann geht das Kabel hier einfach schön an der Anlage runter und es ist nicht irgendwie so eine unpraktische Lösung, sondern ist sehr übersichtlich, finde ich ganz nice. Dann ist hier hinten noch ein Batteriefach. Jeder, der einen Computer schon mal zerlegt hat, der weiß, wozu das da ist. Die Batterie speist den Speicher, damit sich die Dosieranlage, auch wenn man die mal absteckt, eure Einstellungen merken kann. Das ist immer ganz wichtig. Falls ihr mal drauf kommt, dass eure Dosieranlage nach einem Stromausfall oder nach dem Abstecken ihre Dosierung vergisst, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ihr eine neue Batterie für hier hinten braucht. So, dann sind noch Schrauben dabei. Die sind sehr klein, also die verliert man echt leicht.
Die sind für die Montage an einem Unterschrank oder in einem Unterschrank wahrscheinlich am besten. Und was ist dann noch hier drin? Ja, ein Qualitätssiegel. Ich würde jetzt gerne eine mit euch zusammen montieren. Das ist nämlich tatsächlich die erste unseres Ladens. Also wir haben bis jetzt traditionell von Hand gedüngt. Und das ändern wir ab heute, wird das automatisch gehen, dann kann auch keiner mehr darauf vergessen. Wir haben jetzt hier eine eher unübliche Montage. Das sind unsere Pflanzenverkaufsaquarien und Leute in diese Aquarien konnten massig Dünger rein, weil schaut euch das mal an. Viele, viele Wasserpflanzen und natürlich viel Wasser. Ein so ein Aquarium hat knappe 500 Liter, das sind schon ziemlich dicke Klopper. Deswegen wollen wir das automatisieren und nicht in den Unterschrank hängen, weil wir sind ja ein Geschäft. Wir wollen die Sachen auch herzeigen. Das heißt, ich stelle mir das hier so in etwa vor. Irgendwie. Das werden wir jetzt auch ganz genau ausmessen und dann montieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie das mit der App funktioniert. Jetzt brauche ich jedenfalls mal meine Schablone und ein paar Handschuhe und einen Mauerbohrer und Co. Ich weiß, das werdet ihr daheim wahrscheinlich nicht an der Mauer montieren. Da ist es dann deutlich einfacher. Da schraubt ihr einfach die kleinen, kurzen, mitgelieferten Schrauben in das Holz des Unterschranks. Das ist deutlich einfacher in der Montage. Grundsätzlich könnte man eine Dosierpumpe auch einfach wo ablegen. Würde auch funktionieren. In unserem Fall nicht, ich will sie gerne aufhängen, ja. The moment of truth. Schauen wir mal, was wir da fabriziert haben. Ist wieder mal eine Kleinigkeit, aber bei Chihiros kriegt man diese kleinen Klebehalterungen mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da macht man die Schläuche rein und da sind so Silikonsticker dabei. Die kleben nachher sehr gut. Mein Tipp ist da, das Papier erst später abzuziehen in Wirklichkeit, aber jetzt mal die Schläuche einklipsen. Und jetzt kann ich hier, also das aus dieser Brücke, kommen nachher die Dünger raus. Das heißt, das montiere ich jetzt hier so. Und dann klebe ich diesen Schlauchhalter hier hinten dran, drücke ich einfach fest. Und dann ist das Ganze schon montiert. Und so haben wir jetzt mal eine relativ unaufgeräumte Lösung. Ich weiß, zu Hause würde man das nicht so machen. Ich plädiere wieder, wir sind ein Laden, wir müssen die Sachen herzeigen oder wir wollen die Sachen herzeigen. Deswegen wird das hier oben bei uns montiert und nicht im Unterschrank. Das heißt, das, was zu Hause sichtbar bleibt von dieser ganzen Dosiertechnik, ist nur diese kleine Brücke hier, aus der später der Dünger rausläuft. So, jetzt werden die Flaschen befüllt und dann werden wir die zwei Dosieranlagen mal kalibrieren. Jetzt kommt das, worauf sich alle gefreut haben. Der Moment, wenn sich der Stefan mit der App ärgern darf. Wir haben die zwei Aquarien tatsächlich in der Chihiros App noch nicht angelegt. Das machen wir jetzt mal. Wir machen ein neues Aquarium. Dann nennen wir das Pflanzenquarium links. Das ist wenig überraschend. Dieses hier, das linke. What's the idea behind this tank? Fragt die Chihiros App dann. Ich schreibe einfach Selling Plants. Ja, dann wissen wir alle, woran wir sind. Wir machen ein Foto, weil die Chihiros App das ja kann. Sieht aus wie in der Realität, unglaublich. Weiter. What materials have you used? Da kann man jetzt ganz viel auswählen. Wir skippen das. Weiter. Das Aquarium ist 1,80 mal 60. Hoppla, 60. Und 45 sind die Dinger hoch. 486 Liter, unglaublich. Art des Aquariums, Pflanzen, perfekt. Style, Fisch. Ist widerisch für schön. Jetzt suchen wir das hier raus. Ha, das ist das G3-Aquarium auch in meiner App. So, jetzt machen wir ein neues Gerät. Oh Mann, ich habe gar nicht daran gedacht, wir haben hier extrem viele Geräte. Ach so, wir haben die Dosieranlagen noch nicht angesteckt. Jetzt haben wir noch ein kleines Dilemma. Wir müssen jetzt herausfinden, welche Dosieranlage welche ist. Das ist, denke ich, ein Problem, das hat man daheim nicht so oft. Aber wisst ihr was, wir stecken eine einfach kurzweilig ab. Aha. Es lässt sich nicht mehr connecten. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Das heißt, wir haben die falsche verbunden. Natürlich, wir können es auch anders sein. Und jetzt löschen wir die eine gleich wieder. Edit-Funktion, die hier. Remove Devices, ja, so. Dann. Gut, jetzt können wir die auch wieder anstecken, weil die müssen wir natürlich auch gleich kalibrieren. Ah, kalibrieren, meine allerliebste Disziplin in Sachen Dosieranlagen. Aber da muss ich Chihiros lobend erwähnen, das ist tatsächlich sehr angenehm gelöst. Also wir haben einen Kalibrierkolben oder einen Messkolben. Den habe ich euch vergessen vorher zu zeigen, aber der liegt natürlich bei der Anlage dabei. So sieht er aus. Da sind Eichstriche, dass man genau ablesen kann, wie viel. Das ist 0,1 Milliliter Einheiten und damit werden wir jetzt herausfinden, wie gut die Dosieranlage voreingestellt ist.
Wir fangen mit der Dosieranlage Nummer 1 an. Jetzt drücken wir mal lange für das Ansaugen. Also wenn es wahr ist, kalibrieren wir jetzt hier mal die erste Düngerlösung. Das ist der Eisenvolldünger Masterline 1 übrigens. Und jetzt saugen wir mal an. Da läuft er schon, der Eisenvolldünger. Wunderbar. Ein gutes Zeichen. Passt. Machen wir mal ein Tröpfchen ins Aquarium. Funktioniert. Nice. So, jetzt machen wir eine Kalibrierung und schauen. Es sollten 5 Milliliter sein. Ah, okay. Es sollten nicht 5 Milliliter sein. Ach, das sind falsche Informationen. Exakte Menge eingeben. Stelle den Messzylinder auf eine ebene Oberfläche, prüfe die exakte Menge im Zylinder und gib den Wert auf 0,05 Milliliter genau an. Man kann das sehr genau nehmen oder nicht. Wir nehmen es natürlich immer extrem genau. Also ich bin ja dafür bekannt, ein Pedant zu sein. Wir haben hier 2,879 Milliliter. Nein, natürlich nicht, wir haben 2,9. Das passt ganz gut. 2,9. So. Und jetzt, denke ich, wird die Probe gemacht. Jetzt benötigen wir nur kurz ein Gefäß, wo wir immer den Dünger hinein. Okay, so. Kurz auswaschen. Und jetzt machen wir quasi die Probe, ob die Dosieranlage jetzt richtig dosiert. Dosiere 4 Milliliter. Schauen wir mal, wie nah wir jetzt dran sind. Bisschen zu viel. Dies wird den Kalibrierungsprozess abbrechen und die aktuelle Kalibrierung wird nicht gespeichert. Möchtest du fortfahren? Ja. 4,0. Beinahe. Da, ich bin da voll dafür. Exzellent. Okay. Ja, weiter, das stimmt. So. Meine Tagesdosierung. Hier links, das ist unser Low Energy Aquarium. Hier kommt ein wenig Dünger hinein. Oder ein wenig weniger Dünger hinein, so, damit es ein gerader Satz wird. 5 Milliliter für Masterline 1. Aktiviere Zeitplan. Einzeldosierungen 5 Milliliter. 5,0. Einzeldosierung jeden Tag. Behältervolumen angeben. Das, was wir jetzt vergessen haben, ist den Kanal 1 zu benennen. Wie geht denn das? Ihr seht, ich bin noch nicht besonders versiert mit diesem ganzen Ding. Wir können auch den Zeitpunkt der Dosierung, oder wir müssen den Zeitpunkt der Dosierung angeben. Ich würde sagen, wir sperren um 12 Uhr auf. Dann sollte der Eisenvolldünger auch einfach mal um 12 Uhr rein, sage ich jetzt mal. Und den, ich würde noch gerne die Pumpe benennen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwie funktioniert. Aha, bei der Kalibrierung macht man das, okay. So, jetzt habe ich es gerade herausgefunden. Da, vergib einen Namen für den Dosierbehälter. Das habe ich einfach vergessen. Das ist Schritt Nummer 1 von der Kalibrierung. Schande über mich. Das ist Masterline 1. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal 4 Milliliter zu dosieren, um das zu prüfen. Ja gut, das liegt nicht an der Dosieranlage, das liegt jetzt an mir, dass das alles ein bisschen hakelig ist. Genau 4, so wie ich es gesagt habe. Perfekt. So, das hat gepasst. Jetzt heißt der Kanal auch Masterline 1. Immer wieder fragen sich die Leute, wie viel wir so dosieren. Das können wir kurz gerne besprechen, bevor ich das hier weiter kalibriere. 4 Milliliter Masterline 1, 4 Milliliter Masterline 2 im Low Energy Becken. Zusätzlich dazu 5 Milliliter Masterline Nitrat. Und hier ist noch Masterline Iron, also der Eisendünger, der keine Spuren oder kaum Spurenelemente enthält. Von dem kommen hier 4 Milliliter rein. Im High Energy Aquarium, also hier rechts, sind 3 Lampen, deutlich nährstoffzehrendere Wasserpflanzen drinnen. Hier kommen im Schnitt 50% mehr hinein, also 6 Milliliter Masterline 1, 8 Milliliter Masterline 2, 8 Milliliter Masterline Nitrat und 6 Milliliter Masterline Iron. Bitte nehmt meine Dosierangaben jetzt nicht als Empfehlung für euch. Das betrifft wirklich individuell diese Aquarien. Hat auch ein paar Gründe. Das eine ist, wir haben kaum Bodengrund, also hier puffert der Soil so gut wie nichts. Zweitens sind hier kaum Tiere drinnen und gleichzeitig immens viele Pflanzen. Also Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viele Töpfe in so ein Pflanzenverkaufsaquarium reinpassen. Dank der kräftigen Beleuchtung sind die auch alle richtig hungrig. Und wir wollen sie hier natürlich satt versorgen, dass sie möglichst happy bei euch ankommen. Deswegen ordentlich Dünger, damit alles gesund bleibt. Und jetzt dosiere ich, nein, jetzt dosiere ich nicht, jetzt kalibriere ich mal meine Dosieranlagen und dann quatschen wir nochmal kurz,
über die Pros und Kontras. Leute, was soll ich sagen? Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite, das war jetzt echt nervig. Schläuche, Schrauben, alles mögliche an Gedöns. Nervige Installation, ich sag's euch ehrlich, es ist so wie die ganze Technik im Aquarium. Das Montieren macht nicht so viel Spaß. Ja? Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, diese Dosieranlage wird nie vergessen zu dosieren. Ich kann die Menge jederzeit am Handy ändern. Ich kann es jederzeit vom Handy aus kalibrieren. Ich muss sagen, das Kalibrieren war jetzt hier spielend einfach. Früher musste man eine Zeit stoppen, in der das Gefäß befüllt wird, dann gegenprüfen. Es war mega, war alles mega blöd. Das ist sehr, sehr intuitiv, hat über die App tadellos funktioniert. Ich habe auch keine Verbindungsabbrüche oder sonst was. Und vor allem, ich kann jederzeit bei meinem Aquarium die Dosiermenge anpassen, ohne an der Dosieranlage irgendwas rumzuspielen. Einfach easy cheesy vom Smartphone. Ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und an dieser Stelle will ich die G-Heroes App an sich ein wenig loben. Die hat ein paar Gimmicks, die tatsächlich sehr, sehr praktisch sind. Das eine ist für alle Wettbewerbsaquarianer unter euch. Ihr könnt euch jetzt auch in der G-Heroes App den Zeitpunkt des letzten Pflanzenrückschnitts notieren, Fotos machen und dann über die App nachvollziehen, wie lange es dauert, bis das Aquarium wieder so richtig nice aussieht. Das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn man plant, ein schickes Foto von seinem Aquarium zu knipsen. Dann kann man einfach gut einschätzen, wie viele Wochen wird es dauern nach einem Rückschnitt, bis das Ganze wieder in Form ist. Das gleiche gilt fürs Außenfilterputzen. Das vergesse ich nämlich hier auch bei uns im Laden relativ oft. Wir haben ja so ein paar Aquarien und ich mache da auch tatsächlich Wasserwechsel und so. Und Außenfilterputzen kann man sich in der G-Heroes App auch dokumentieren. Das benutze ich sogar zum Teil, damit ich mir einfach merke, wann muss ich den ganzen Filter, vor allem bei den Oase-Filtern ist es so, wann muss ich den ganzen Filter wieder sauber machen und nicht nur den Vorfilter. Das mit dem Vorfilter ist zwar mega bequem, aber früher oder später gehört auch der ganze Filter gereinigt. Das ist in der G-Heroes App tatsächlich sehr, sehr nice. Das gleiche kann ich jetzt über die Dosieranlagen sagen. Das ist tatsächlich sehr, sehr nice und easy zu machen. Was immer ganz wichtig ist, wenn ihr so eine Dosieranlage bei euch daheim montiert, dann müsst ihr bitte dran denken, wenn ihr einen Rückschnitt in eurem Aquarium macht, ihr wisst schon, die Pflanzenmenge reduzieren bedeutet auch den Hunger der Pflanzen reduzieren, dass ihr bitte die Dosieranlage mit der Menge passend zu eurem Aquarium immer nachjustiert. Bitte macht nicht den Fehler und montiert euch so eine Dosieranlage, die im Alltag tatsächlich mega bequem ist und verlasst euch dann einfach darauf, dass die richtige Menge dosiert. Ihr müsst trotzdem weiterhin so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ihr auch mit der Pflanzenmenge, mit der Fischfuttermenge, mit der Fischmenge Einfluss auf die Nährstoffe habt. Und das müsst ihr eurer Dosieranlage auch erklären, wie viel sie denn für euer Aquarium dosieren muss. Also overall, es ist praktisch, es hat natürlich auch seine Kehrseiten, es bedeutet ein bisschen Aufwand, es ist nicht umsonst. Aber ich sage es euch, so preiswerte Dosieranlagen wie die von G-Heroes kannte ich noch nicht. Ich finde, das ist eine echt tolle Erweiterung fürs Aquaristik-Hobby und das vereint mal wieder einen guten Preis, ein gutes Handling und sieht für eine Dosieranlage relativ schick aus, oder? Also ich hoffe, dieses Video konnte euch jetzt ein wenig Guster machen auf so einer Dosieranlage oder hat euch zumindest ein bisschen unterhalten. Ich fand es jedenfalls toll. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.